So, willkommen zurück im Waldtempel. Wir haben das letzte Mal schon den ersten Raum abgeschlossen und uns eine Skulptur und den ersten kleinen Schlüssel geholt. Aber jetzt geht der Tempel erst richtig los. Und ja, Waldtempel, Wassertempel und Feuertempel, das sind so die drei, die mir gar nicht liegen. Da werde ich mich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal verlaufen. Aber gut, ich werde den Weg schon irgendwie finden. Ich denke mal, Waldtempel, ja. Gut, ich habe ihn ja auch schon zweimal gemacht. Mich zweimal Urst verlaufen. Vielleicht klappt es ja diesmal besser. Auf jeden Fall klauen die Geister hier erstmal die Fackeln, weshalb der Fahrstuhl runtergeht. Was total unlogisch ist, aber anscheinend braucht der Fahrstuhl die Energie von diesen Fackeln, was weiß ich. Aber soll uns auch egal sein. Wir treten den Geistern einfach in den Arsch und holen uns das Feuer zurück. Und holen uns auch erstmal die Skulptula hier. Daran erinnere ich mich auch noch. Ja, und wenn die Fackeln auch da wären, könnten wir gleich zum Endgegner fahren. Das wäre ja zu einfach. Obwohl, wir brauchen noch den Masterschlüssel. Und den haben wir ja auch nicht. Oder ja. Das ist ein Tempel, also gibt es hier ja wohl auch einen Masterschlüssel. Ja, du bist ein ganz toller Schädel. Ach, der hinterlässt noch nicht mal was. Das ist doch Kacke. So, gleich kommt wieder ein mieses Battle. Deswegen möchte ich doch mal meine Nüsse ausrüsten. Ja, so passt das doch. Ich weiß nicht, ob sie was bringen gegen die Viecher, aber man kann es ja mal versuchen. Ah, ne, im Moment erstmal nicht, wenn sie blocken. So. Aber wenn sie angreifen, kann ich sie betäuben und einen Sprunghieb machen. Das fügt ihnen mehr Schaden zu. Ja, das ist doch gut. Bei der Technik soll ich bleiben. Ja, komm, hol aus, Junge. Ja, ich steche einfach durch deine Deckung durch. Was willst du tun? Zack. 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 Junge, ey, Dekonüsse. Ich habe die früher nie benutzt, weil ich dachte, die bringen überhaupt nichts. Aber jetzt, ey, bei meinem dritten Durchlauf benutze ich die nur und die sind einfach nur urstgeil. Ich weiß nicht, wie ich die immer außer Acht lassen konnte. Aber gut, wir haben unseren zweiten kleinen Schlüssel. War das nicht sowieso der Raum, wo man oben noch. Ja, genau. Gut, alles klar. Wir holen uns jetzt erstmal das Herz. In dem anderen Krug ist eine Fee, die hebe ich mir noch ein bisschen auf. Ja, alles top vorbereitet hier. Ja, nerv mich nicht. Ich will eigentlich nur durch die Tür. Die Tür. Die Tür. Ne, Luis? So, jetzt müssen wir hier rein, wo der Zeitfelsen davor ist. Und ich habe keine Ocarina mehr. Die brauche ich auch wahrscheinlich nur einmal in diesem Dungeon. Und das ist hier. Und jetzt habe ich sie gerade weggepackt. Aber gut, holen wir sie schnell wieder raus. Und wechseln dann wieder auf die Bomben. Das ist ja alles kein Problem. Ich weiß zwar nicht, ob ich die brauche, aber die fügen ordentlich Schaden zu. Die kann man immer gebrauchen. So. Dekonüsse. Dekonüsse. Und zack. Und ein Sniper Octorok. Dem möchte ich doch auch mal geben. Bevor der mir auf den Sack geht. So. Da lässt er was, wäre ganz freundlich. Ich hol's mir eh nicht, weil es im Wasser ist. Aber es geht nur um die Theorie. Nee, gut. Wir müssen, glaube ich, da hoch. Wie gesagt, kann sein, dass ich mich verlaufe. Probieren wir es einfach mal hier hoch. Navi hat die doch anvisiert. Was ist denn das für ein Beschiss? Verarschen? Okay, dann mache ich das halt so. Irgendwie will mich Navi gerade derbst natzen. Warum ziehe ich mich nicht gleich hoch? Nee, ich möchte eigentlich tiefer. So, dann hoffe ich mal, dass mich die nicht anfällt. Ach, das ist doch dumm. Vor allem kann ich die da oben noch nicht killen, weil ich noch keinen Bogen habe.
So, jetzt aber. Eiskalt dran vorbeigeschlichen. Oh, knapp. Gut, aber das hat ja auch funktioniert. So, hier bist du. Ah, du kriegst einfach meine Nuss. Mein Sprunghieb und dann war es das auch mit dir. Ach, da gibt es sogar eine große Truhe für. Na, das ist ja nett. Und für die beiden Ritter kriegt man nur einen kleinen Schlüssel. Naja, egal. Hier müsste auf jeden Fall die Karte drin sein. Was anderes wäre irgendwie unlogisch. Jawohl. Und das hilft uns schon mal ein bisschen weiter. Gut, Karte ohne Kompass kann ich mich eh nicht orientieren. Ach, du kriegst einfach den hier. Tschüss. Nein, meine Nüsse. Naja, gut. Ich mache einfach mal dich platt, auch wenn ich mich eh hier rüberziehen muss. Ja, nur noch 31 Nüsse. Es wird langsam knapp. Nee, ganz so schlimm ist es ja noch nicht. Ich denke mal, irgendein Gegner wird schon noch ein paar Deko-Nüsse für uns bereit haben. Okay, da komme ich nicht an. Hätte mich auch gewundert. Wow, wow, wow. Genmutierte Pflanzen. Mag ich ja mal gar nicht. So, du kriegst meine Nuss und meinen Sprunghieb, wie immer. Und du hinterlässt einen Dekostab. Die kann ich gar nicht mehr benutzen. Nee, aber ich habe jetzt 21. Das ist ja interessant. Und du gehst mir euch auf den Sack. Jawohl. Das wollte ich doch. So, da sind wir mal kurz baden gegangen für ein Herz. Und dann will ich mich aber auch schon oben an die Truhe cheaten. So, da muss ich mich aber perfekt ausrichten. Ja, man muss sich eigentlich, glaube ich, von oben runterfallen lassen, aber man kann sich auch da hoch cheaten. Na, das sah doch ganz gut aus. Jo, perfekt. So, dann nehmen wir das Herz hier noch mit. In der Truhe ist nämlich nur Scheiße drin. Aber das Wichtige ist eben die Skulptur hier. Die greife ich doch mal ab. Gerne. So, jetzt haben wir schon 51. Ich wollte gar nicht Pause drücken, aber wenn ich schon mal gedrückt habe, kann ich ja kurz die Map auschecken. Ja, ja, das sieht ganz gut aus. Und 51. Ja, das wäre dann sogar unser 18. Herzteil. Gut, ist auch egal, das wievielte. Auf jeden Fall haben wir dann 11 Herzen. Dann würde ich sagen, geht's nach dem Waldtempel erstmal nach Kakariko. Okay, wenn wir den Bogen haben, können wir sowieso wieder 10.000 Nebenquests machen. Naja, okay, aber in Kakariko gibt's auch gleich das erste Köcher-Upgrade. Deswegen muss ich da sowieso hin. Kann ich mir gleich das holen und das Herzteil. Ja, das ist doch nice. Ich schätze mal, das mache ich so. So, der dritte Schlüssel. Jawohl. So, dann ziehen wir uns mal schon mal hoch. Sparen wir uns ein bisschen Zeit. Kletter, kletter, kletter. Und dann müssen wir auch schon die erste Schlüsseltür öffnen. Was heißt schon? Wir haben drei fette Schlüssel gesammelt. Ah, die berührt mich nicht. Jawohl. Da können wir die Schlüssel auch mal langsam auf den Kopf kloppen. So, welche waren das? Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Das heißt, die Dings war hier. Im Westen, richtig. Ja, ohne Kompass, ey. Aber gut, ich weiß ja, dass der Eingang im Süden ist. Und dann kann ich mich daran auch ohne Kompass jetzt erstmal orientieren. Gut, in den nächsten Räumen wird es schon schwieriger, aber im Moment müssen wir ja auch erstmal nur dem Weg folgen. Und hier miese Kerzen, ey. Es hat schon Stimmung. Ach ja, der schöne Raum. Ich kann dich auch so betäuben. Ah, leck mich, ich treff's so nie. So, zack. Jawohl. Kann sein, dass der 5 Nüsse hinterlassen hat? Ich weiß nicht. Was gibt's hier? Nichts. Vielleicht eine versteckte Skulptur? Nee, auch nicht. Na, man weiß ja nie. Ich glaube, 5 Skulpturas gab's hier, aber wir werden schon alle finden. Wir haben ja sogar schon 3 abgegriffen. Ja,
das ist ja schick, schick. Gut, auf jeden Fall gehen wir jetzt hier rein. Und mit jetzt meine ich im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, haut rein.